Sehr viele Hunde am Strand lösen normalerweise keine allzu große Begeisterung bei den Besucherinnen und Besuchern an der Ostsee aus. Am ersten Märzwochenende aber haben die Gäste in Heringsdorf sogar dafür bezahlt, um die Vierbeiner sehen zu können. Das Baltic Lights konnte nach 2 Jahren Auszeit endlich wieder auf Usedom stattfinden. Allerdings waren bei den Planungen und Vorbereitungen ein paar Anstrengungen mehr nötig. Wir haben ein Baltic Lights mitten in die Pandemie hinein entwickelt. Und das bringt natürlich viele Herausforderungen mit sich. Mehr Herausforderungen, als ich gedacht habe. Also ich kann eigentlich keinem Eventveranstalter empfehlen, in die Corona-Pandemie ein Event zu organisieren. Da kommen hintenrum so viel Kosten noch mit Sicherheitskräften und Absperrungen. Und man muss hier die Zuschauer enttäuschen, die nicht kommen dürfen. Und es tut mir selber so im Herzen weh. Aber dafür haben wir vorgebaut, wir haben einen Livestream entwickelt. Unter balticlights.de kann jeder Zuschauer, der keine Tickets mehr bekommen hat, das Ganze live verfolgen. Und da denke ich mal, das wird den Leuten gefallen. Also wir haben hier alles gegeben, damit es stattfinden kann und damit wir das Engagement für die Welthungerhilfe und für die Menschen in Not, gerade jetzt, die unsere Hilfe brauchen, weiterführen. 2019 besuchten mehrere 10.000 Fans das Baltic Lights, um Huskies und Alaskan Malamutes zu bestaunen, wie sie die Schlitten durch den Strandsand im Ostseebad Heringsdorf ziehen. Dieses Jahr waren fast 30.000 via Livestream dabei, obwohl es witterungsbedingt nochmal knapp wurde, denn Teile der Rennstrecke waren am Freitag überschwemmt, trotz Expertenrat zuvor. Ja, die Leute, die mir gesagt haben, das ist morgen wieder weg, das waren auch die Leute, die gesagt haben, es kommt gar nicht erst. Ja, ich habe da sehr auf ein paar Fischer vertraut und hat der Wind ein bisschen aufgefrischt, aber wir sind alle hier aus Norddeutschland und wir wissen eben, das Wetter ist unberechenbar. Und ich werde schon irgendwie eine Variante finden. Doch Petrus meinte es 2022 endlich wieder gut mit dem wichtigen Charity-Event, dessen Einnahmen in Gänze gespendet werden. Wie die Jahre zuvor geht das Geld an die Welthungerhilfe. Aus aktuellem Anlass wird die Hälfte des Spendenbetrags den Menschen in und aus der Ukraine zugutekommen. Um diesen wichtigen Themen möglichst viel Strahlkraft zu verleihen, waren vom 4. bis 6. März auch einige bekannte Gesichter auf und neben den Hundeschlitten zu sehen. Ja, Baltic Lights jetzt in diesem Jahr zum 6. Mal und jedes Jahr irgendwie immer noch ein bisschen schöner, obwohl es immer schon so schön ist, lebt ja auch von den vielen Schlittenhunden, den tollen Maschern, den Schlittenhundeführern, die hier nach Usedom kommen, von den Zuschauern, aber eben auch von den Stars. Und das hat sich mittlerweile schon sehr rumgesprochen in den Kreisen der Prominenz, dass es hier nicht nur um ein schönes Inselwochenende geht, sondern um viel mehr. Und von daher wird das Ding sich immer weiterentwickeln. Egal, ob der Hundeschlitten von einer Mascherin, einem Mascher oder Prominenten geführt wird, weder auf der Rennstrecke noch auf den Leinwänden oder in den Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer würde sich etwas ohne sie bewegen. Die Hauptdarsteller. Für 2023 hofft Herr Demtröder, wie wohl wir alle, auf ein bisschen mehr Normalität und ein bisschen weniger Pandemie. Auch damit dieses einmalige Event noch etwas größer wird und noch mehr für die Welthungerhilfe erreichen kann.